Hallo, hallo, hallo. Hey. Hier ist nun Tag 200. Moment. Stopp. Bevor wir hier weitermachen, eine kurze Einblendung. Ein Hilfegesuch. Wir suchen eine Wohnung für Flüchtlinge. Die wohnen bei mir jetzt gerade. Aber ihr könnt helfen. Der Post kommt ja nach dem Video nochmal konkret. Also, jetzt geht's los. Tag 271 in meinem... Heute letzter Trainingstag mit Tanja, ja, vor dem großen Lauf. Oh mein Gott. Noch 4 Tage, dann ist es soweit. Dann fahren wir danach. Ach, irgendwo bei Ida Oberstein. Fahren wir da hin und dann laufen wir 55 Kilometer hoffentlich. Ja, ja. Mal einfach gucken. Einfach so machen wir das. Das klappt. Einfach so. Klappt bestimmt. Ja, genau. So ist der Plan. Wir sind nach wie vor unterwegs. Jo. Jetzt wie lange? 1,15. 1,15 ist ja Pillepalle. Ja, ja. Weil am Sonntag werden es 6, 7, 8 Stunden sein. Oh Gott. Ja, oh Gott, das wird der Fall sein, aber hey, ist doch kein Problem. Genau. Mal gucken, was da passiert. Wir schauen mal. Also auf jeden Fall sind wir heute auch noch mal ein Stückchen unterwegs. Oh, jetzt habe ich das im Auge. Kennst du das, wenn du so eine Fliege im Auge hast und die summt noch? Nee, das hätte ich nicht. Ich habe ja auch Fliegen gefressen heute. Ja, das habe ich auch. Ich glaube, die waren direkt tot. Wenn die so zwischen den Zähnen hängen und dann so flattern. Ätzend. Jedenfalls, wir laufen noch eine ganze Weile und wir melden uns gleich. So. Nun haben wir es. Jetzt haben wir es. Aber für heute geschafft. Wie lange sind wir unterwegs gewesen? 2 Stunden. Genau 2 Stunden. Ja. Saustark. Ja. Das ist ungefähr ein Drittel, ein Viertel von dem, was wir am Sonntag machen wollen. Scheiße, ey. Aber ja, das wird man hier auf dem Kanal sehen, was am Sonntag los ist. Also Montag dann natürlich, ist ja klar. Also wir sind Sonntag in Bad Hoppstedt, heißt das, glaube ich. Hoppstetten. Oder Hoppstetten. Hoppstettenhausen. Nee, Hoppstetten-Weiersbach oder irgendwas. Weiß der Teufel. Ja. Irgendwo bei Ida Oberstein, da wird der Bärenfelslauf stattfinden. Die Tanja wird mir jetzt nochmal das Bild schicken von deiner dusseligen Uhr da. Ja, die Kilometer und die Zeit. Das blende ich jetzt ein. Und außerdem wird die Tanja, die hat mir eben erzählt, die hat einen Kuchen gebacken. Ein Bild von dem Kuchen schicken, den sie gebacken hat, ja, den sie aber nicht selber frisst. Nee, und der ist auch erst übermorgen fertig. Aber ich schicke dir dann ein Bild. Ach so, okay. Aber ich kann ja schon mal so vorab irgendwas schicken. Mal gucken. Mach. Ja. Also, tschüss Tanja. Mach's gut. Schwenk den Hut. Ja, alles klar. Nun habe ich mir noch Fußball angeschaut. Liverpool gegen Villarreal. 2:0 für Liverpool. War zu erwarten. Und morgen geht's weiter im Projekt 80. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber nicht so viel. Denn heute 2 Stunden Joggen war schon eine Nummer. Wir schauen mal. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen.